අෂ්ටමල්බෝධිරාජානන් වහන්සේලා සූනුරංගොත් මහදේවාල මාලිගාවාදී සියලුම වාසනාවන්ත පුණ්‍යවන්ත වන්දනීය ස්ථානවලට ආරක්ෂණ වෙන වදාරණ. Guten Morgen. Von so wundervollen Klängen wird man hier morgens früh geweckt. Das geht schon seit anderthalb Stunden. Wir sind müde, aber mit Schlafen ist nichts mehr. An Schlaf ist nicht zu denken. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, die machen mit Lautsprecher Durchsagen. Da sind dann mehrere Lautsprecher aufgebaut. Ich weiß nicht, ob das hier auch so war. Das war im letzten... vor vier Orten. Nee. Oh, ich bin noch gar nicht wach. Also die bauen hier Lautsprecher auf. Das war in einem anderen Ort schon mal so. Na, es steht dann alle 300 Meter ein Lautsprecher. Ich vermute, dass es hier ähnlich ist. Das Beten vor der Haustür hat aufgehört. Jetzt ist endlich Ruhe. Endlich Ruhe. Um 9 Uhr. Ja, aber ich bin wach. Also bei mir ist nichts mehr mit Schlafen. Steffen dusselt noch so ein bisschen vor sich hin. Ja, schlafen tue ich auch nicht mehr, aber so richtig wach bin ich auch nicht. Nee, das war einfach zu früh heute. Die fangen ja schon immer um 4 Uhr oder ich weiß nicht wann an. Kriegt man ja auch nicht so mit, wenn man noch am Schlafen ist. Merkt man ja dann erst, wenn man richtig wach ist, wie spät es ist. Ich schaue gleich mal, ob heute Feiertag ist oder... was das für ein Gebetsgesang war, ist ja auch interessant mal zu wissen. Das war bei Shazam reinhören können. Bei Shazam, genau. Hätten wir eigentlich anmachen müssen, haben wir nicht gemacht. Naja, für nächstes Mal wissen wir Bescheid, immer Shazam dabei haben. Es gibt jetzt gerade Resteessen bei uns. Bisschen mehr als Reste. Das sind Kartoffeln von gestern und der Rest ist eigentlich keine Reste. Es ist nochmal Tomate, Gurke und Avocado. Ich bezeichne das gerne als Reste essen. Ja. Ja. Frühstück. Eine kleine Hundefamilie, die liegt hier jeden Tag am Strand und immer auf diesem Durchgang. Die hat da ein dreckiges Wasserloch, wo sie draus trinkt und die sind total süß, die Hunde. Ja, und jeden Tag sehen wir die, wenn wir hier vorbeikommen. Na, schon alles ausgepackt? Ja, ich glaube, ich bin gleich fertig. Ja, dann ab ins Wasser. Sachen in den Sand. Ja, ich kann ein Ding machen, was? Damit andere auf uns aufmerksam werden, hinterlässt er seine Spuren. Was wolltest du machen? Vier Gewinn? Ne, wie heißt denn das? Alles. Drei Gewinn. Drei Gewinn, aber... Drei Gewinn. Hey, hey, hey! Ja, hat drei verloren. Das Wasser hat gewonnen. Ich glaube, das Wasser gewinnt schon wieder. Es kommt von hinten. Das ist wie die Bank, ja. Am Schluss gewinnt die Bank immer. Also das Feld ist jetzt auch nicht viel besser. Ja, doch, das ist super. Das kommt, glaube ich, immer an. Ich habe angefangen. Ja, du hast angefangen, warte. Ja, du hast die leichten Xe. Ich muss die Kreise machen. Ja, so ist es. Du gewinnst sowieso. Du hast den mittleren. Heißt nicht, dass man gewinnt. Doch, weil wenn du jetzt da was reinsetzt, dann hast du ja schon gewonnen. Jetzt hast du gewonnen. Kann man das überhaupt erkennen? Nee, ich habe nicht gewonnen. Wo habe ich denn gewonnen? Ja gut, dann hast du nicht gewonnen.
Oh, das war aber eigene Doofheit. Hättest du den da hingesetzt, hättest du gewonnen gehabt. Nee, hätte ich nicht, weil dann hättest du da gewonnen. Oh, dann hätte ich... Ach so. Ja, habe ich gar nicht gesehen. Guck, hat keiner gewonnen. Ja, unentschieden. Yeah. Ich habe ein bisschen, tut mir die Brust weh. Vom Bord. Vom Surfen? Worüber da drauf gelegen? Ja, ja. Du musst mehr essen, dass das gut gepolstert ist. Steffen kriegt zu wenig zu essen hier. Chicken, Meatballs, ja. Sind das. Chicken. Ja, Chicken Meatballs. Chicken gibt's heute. Na, dir bringen wir auf jeden Fall auch nochmal was vorbei. Ja. So, das war's. Das war's. Alles, alles. Mehr haben wir nicht mehr. Ist leer. Meatballs. Meatballs. Mehr gibt's nicht. Nächstes Mal gibt's wieder was, hä? Siehst du? Oh, das hat geschmeckt, hä? Oh, hat noch mehr Hunger. Okay. Wir kommen nochmal vorbei. Oh, das riecht lecker, ne? Ja. Oh, Süßerchen. Ja, ne? Okay, du. Mach's gut, ciao. Wir bringen dir nächstes Mal was mit wieder. Nee. Okay. Das ist nicht. Ja? Nicht kommen. Nee, kommen. Steffen bei der Arbeit. Mal einfach mal schnell ein bisschen sauber, dass der Sand hier rausgeht vom Strand. Sri Lankan Style. Alles in den Garten. Heute wird geslacklined. Yeah. Look. Yo. I feel like the president, boy. Man, I feel like the president, boy. These other rappers is irrelevant, boy. They just some residents. When I feel like the president, boy. That's real talk. I feel like the president, boy. Man, I feel like the president, boy. These other rappers is irrelevant, boy. They just some residents. When I feel like the president, yeah. Boy. I said I'm working till they pay me. Pray to God that I'm gonna make it. When I told the church I loved them, I cemented my salvation. Now I'm here up on this mic. I'm announcing my vacation. Cause I'm working from the sun up till that motherfucking day. And then I do this every night. Keep my album looking tight. When my time gonna come to light, there ain't no track I never write. I stay focused on my path. People left me left and right. I'm like Microsoft Word, I stay focused on my type. You can look at my own attitude, others see it black and blue. But if I see that dress, I'll say, boy, that's just gold and white. Haters looking like some plumbers, they don't get up off my... Oh, wow, oh. Schwington. That's good. I ain't worried about a thing. Got this check up on my brain. I see money in my future. Take me through the stock exchange, boy. I feel like the president, boy. Man, I feel like the president, boy. These other rappers is irrelevant, boy. They just some residents. When I feel like the president, boy. That's real talk. I feel like the president, boy. I'm Mr. Sum. Man, I feel like the president, boy. Ich glaube, das müssen wir noch ein bisschen üben.
Wir sind jetzt hier am Strand von Berissa. Die Sonne geht ja so langsam runter. Und wir werden jetzt gleich auf diesen Felsen da hochgehen. Wenn man mal sieht, wo ist der Finger? Ich sehe es gar nicht. Nee, ich zeige irgendwo hin. Wo ist denn der? Hier. Da, hier gehen wir drauf. Ja, das ist total blöde. Hier. Da sieht sie. Also. Machen wir mal. Wir sind jetzt hier am Strand von Berissa und die Sonne geht so langsam unter. Wir werden jetzt gleich auf diesen Felsen hier hochgehen. Ja, genau. Und schauen uns da den Sonnenuntergang an. Gestern war er richtig schön, ich glaube, heute ist nicht ganz so schön. Wir schauen einfach mal. Schön heißt in diesem Falle nicht schön zu fotografieren, weil es ist super schön hier. Die Sonne scheint. Aber ist nicht so schlimm. Wir gucken uns jetzt den nicht so schönen Sonnenuntergang an. Genau. Wie man sieht, sind wir wieder voll bepackt. Ja, ich habe einiges dabei an Kamera-Equipment, weil ich wollte hier ein paar Fotos machen, aber ist nicht ganz so schön, wie ich gedacht habe. Ich warte eigentlich noch auf den richtig coolen Sonnenuntergang mit schönem rotem Licht. Mal schauen, ob es diese Woche noch klappt. Ja. Ach, das stimmt. Das kriegen wir noch hin. Kleine Insel. Farina hat es vorgezogen, doch nicht mitzukommen, weil sie ein bisschen Angst hat, hier hochzukommen. Aber von hier hat man wirklich einen tollen Blick aufs Meer und auf den Sonnenuntergang. I like it! Tomate-Avocado-Salat gibt es heute. Rotkohl mit Frühlingszwiebeln oder Frühlingslauch, Spiegelei und Kartoffeln. Ja, super lecker. Freuen uns drauf. Ach ja, der Rotkohl ist nicht so wie der Rotkohl, wie wir den zu Hause essen, sauer angemacht, sondern der Kohl roh und dann angedünstet und ja, mit Zwiebeln angeschwitzt. Und die Kombination ist super lecker. Und wir sind richtig zufrieden und es hat sehr gut geschmeckt. So, Farina macht den Abwasch. Ja, etwas improvisiert. Spüli. So, ein bisschen mit der Hand umrühren. Und? Moment. Tada! Fertig! Nein, muss man ein bisschen ordentlicher machen. So, Pfanne ist da schon nicht ganz so einfach. Aber da ist auch noch ein Schwamm hier. Ja. Also da wäre noch einer hier. Der liegt noch einer, direkt neben der Zahnbürste. Und der Bierflasche. Der Bierflasche. Und hier, man vergesse nicht den Starkschwamm. Also es ist nicht so, dass es hier nichts gibt. Ja, ja. Also nimm lieber die Hand. Eigentlich ist es hier top ausgestattet. Sieht nur ein bisschen anders aus als bei uns zu Hause. Und die Hände sind ein bisschen fettig. Und wieder.
Abwasch fertig. Trockentücher gibt es auch nicht, aber wir helfen uns. Und zwar tun wir einfach alles in dieses Regal. Es trocknet ja an der Luft sowieso, also ist ja, ja warm genug. Ne? Gut, das braucht nicht lange, bis es trocken ist. So. Ja, aber das muss schon nach unten rein. Das muss schon ordentlich machen, Lena. Ja, ich mach das jetzt hier unten. Weil das hat ja alles hier seine Ordnung. Es hat wirklich seine Ordnung. Also ja. Hier oben sind halt Gläser und Löffel und Messer. Hier sind die ganzen Teller und Tassen. Wie man sieht, Teller, ja. Teller, Messer und da sind die ganzen Kochutensilien wie Töpfe und eine Pfanne. Pfanne, genau. Ja. So, und jetzt. Genau, da ist der Rest der Küche und ja, alles da, ne? Ja, jetzt alles gehen wir da. Wieder rein. Jetzt gehen wir wieder rein.